Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Interview-Time hier bei Rohstoff TV in München und wieder mal bei mir hier ein hochgeschätzter Gast, Florian Krummes, der CEO der Midas Touch Consulting und ja, ausgewiesener Chart-Experte für Gold, Silber, Bitcoin, Minenaktien etc. Und wir wollen uns mal ein bisschen unterhalten über den aktuellen Stand der Dinge. Florian, servus. Hallo Jochen, grüße dich, servus. Du warst, glaube ich, vor 6, 8 Wochen das letzte Mal da und hattest damals schon angekündigt, ja, also es bleibt weiterhin spannend. Du hast noch nicht so den Durchbruch, glaube ich, damals gesehen gehabt. Bitcoin war schon auf Jenseits und Gut und Böse. Gold und Silber, ja, ist auch seitwärts gelaufen. Lass uns doch gleich direkt einsteigen. Wie sieht es aus bei Gold und Silber? Ja, also Gold ist im Endeffekt dann doch an dem 6-jährigen Abwärtstrend nochmal gescheitert. Doppeltop bei 12,95 und die letzten Wochen ging es dann doch relativ derbe nach unten. Mhm. 12,5 war das Tief jetzt letzte Woche. Und seitdem sehen wir so eine erste zaghafte Erholung, Bodenbildungsversuch. Das Ganze ist noch nicht in trockenen Tüchern, wobei ich eigentlich finde, angesichts dessen, dass also der Pessimismus doch extrem hoch war letzte Woche, ich habe eigentlich nur noch bärische Analysen gefunden, ja. Glaube ich, dass eigentlich die Chance ganz gut ist, dass wir vielleicht sogar das Tief schon gesehen haben. Mhm. Will mich aber jetzt noch nicht hundertprozentig gerade festlegen. Wäre, glaube ich, ein bisschen heiß. Ja, also eigentlich wird es ja passen. Die Saisonalität hat jetzt eigentlich gedreht. Also das 40-jährige Kursmuster sozusagen bringt in der Regel Ende Juni, Anfang Juli das Tief bei den Edelmetallen. Insofern, das würde gut passen. Was mir gefällt, ist die Commitment of Trades. Also die Lage am Terminmarkt hat sich deutlich verbessert. Mhm. Die kommerziellen Hedger haben ihre Short-Positionen jetzt deutlich runtergefahren in diesen Kurssturz. Das ist also eigentlich auch ein sehr positives Zeichen. Mhm. Und wie gesagt, der Pessimismus erschien mir doch recht hoch und wir sitzen eigentlich um die 1200 Dollar auch auf einer guten Unterstützung. Mhm. Insofern würde das eigentlich alles schon dahin deuten, dass wir vielleicht das Tief schon gesehen haben. Mhm. Was nicht so ganz reinpasst in das Puzzle bisher ist der US-Dollar, der eigentlich meiner Meinung nach jetzt mal zumindest eine Erholung zustande bringen müsste, nachdem es jetzt ja seit Mitte Dezember schon nach unten geht. Aber davon ist momentan nichts zu sehen. Mhm. Der Euro ist weiterhin stark, der Dollar auf dem Rückzug. Wenn das so bleibt, dann müsste der Goldpreis eigentlich jetzt dann auch wieder langsam durchstarten können. Okay. Es fehlt eigentlich gar nicht viel. Also 12,60 ungefähr ist jetzt die 6-jährige Abwärtstrendlinie. Wenn wir da drüber brechen, nachhaltig drüber brechen, also nicht so wie damals irgendwie so einen Tag und dann wieder runterrutschen. Genau. Wenn wir da durchbrechen, dann dürfte es relativ zügig Richtung 1300 durchmarschieren. Was heißt denn nachhaltig für dich? Also ich sag mal, 1262 reicht da noch nicht ganz, oder? Also würdest du jetzt sagen, wenn man so die 1280, 1290 sieht oder mit Überschreiten der 1310, wenn man in also das Safe ist, Territory dann quasi. Ist es zum Beispiel in trockenen Tüchern. Ja. Ich würde sagen, also ein Tagesschluss ist das Minimum. Idealerweise einen Wochenschlusskurs. Ein Wochenschluss über 1270 würde mir schon reichen. Okay. Das wäre dann super. Für mich bestätigt. Und das wäre für mich auch das Signal, dass der Goldpreis dann wirklich auf dem Weg in Richtung 1500 Dollar ist bis zum nächsten Frühjahr. Okay, super. Silber ist wahrscheinlich das ähnliche Bild. Allerdings sah es da ja der Chart eher aus, als ob einer eine Handgranate reingeschmissen hat. Da war so ein Flash-Crash. Ja, was ist denn da passiert? Hat einer da dicke Finger gehabt und die Knöpfe gleichzeitig gedrückt? Ja, man wird es wohl nie so richtig genau herausfinden. Ja. Die CME hat auf alle Fälle mittlerweile das zumindest teilweise begradigt. Insofern, dass die Kurse bei Ihnen nur bis 1550, glaube ich, gelaufen sind. Und dahingehend haben dann auch einige Broker so fair immerhin reagiert, dass sie also das dann auch die Trades rück abgewickelt haben, die also unterhalb von 1550 gelaufen sind. Ist natürlich schon fraglich, was da passiert ist. Wir haben ja den Flash Crash auch schon ein paar Tage vorher bei dem Gold-Attacke da gesehen. Da ging es auch innerhalb von einer Minute um 10, 15 Dollar nach unten. Wir hatten Ähnliches neulich auch mal bei Ethereum, der Kryptowährung, wo es ja von fast 300 Dollar bei einem Broker, glaube ich, bis auf, ich weiß gar nicht mehr, 13 Cent runterging, also völliger Wahnsinn. Das sind 99% Minus. Ja, ja. Das ist, man muss einfach sagen, die Märkte sind so intransparent geworden und durch dieses High-Frequency-Trading, die Algo-Trader, die ganzen Maschinen, die da ja alle nur noch mit handeln, in Sekundenbruchteilen, die sind natürlich anfällig und da gibt es also lauter Möglichkeiten, wie sowas zustande kommt und das wird man auch nie am Ende des Tages wirklich transparent aufklären können. Okay. Fakt ist einfach, man muss eben vorsichtig agieren, mit am besten, wenn man als Trader unterwegs ist mit weiten Stops, wer physisch Gold und Silber kauft, hat damit eh kein Problem und auch als Minenaktionär wird einen das am Ende des Tages nicht wirklich betreffen. Mhm. Dass die CME jetzt so reagiert hat, denke ich, ist ein gutes Zeichen.
und bringt vielleicht in Zukunft auch Linderung in der Richtung, dass einfach die Leute das vielleicht wirklich eben nicht mehr so in Zukunft zulassen werden und sich das mehrmals überlegen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Gut, super. Lass uns noch mal kurz einen Blick auf die Minenaktien werfen. Mir ist ein bisschen aufgefallen, ich habe das Gefühl, die halten sich ein bisschen besser als die Metalle. Ja, jetzt seit 3 Tagen ziehen die Minenaktien wieder an. Mhm. Im Grunde genommen haben wir ja seit Februar die Minenindexe schwächer gesehen als der Goldpreis. Das war eigentlich auch so ein gewisses Warnsignal, wobei das auch nicht unbedingt was heißen muss. Es gibt viele Minenaktien, die das Tief von Ende Mai, Anfang Juni jetzt nicht unterschritten haben, was also ein positives Signal ist. Und jetzt diese Stärke der letzten Tage gegenüber dem Goldpreis ist eigentlich auch ein positives Zeichen. Ich finde, dass sehr viele Minenaktien auf sehr interessanten Kaufniveaus im Moment sind. Mhm. Es kann man jetzt noch nicht sagen, dass ein wirklich charttechnisches Kaufsignal vorliegt, aber ich denke, wenn, dann muss man tief kaufen in den überverkauften Markt, so wie momentan als Investor, denke ich, ist das eine hochinteressante Geschichte. Mhm. Und da liegen die Chancen im Moment. Ja, also ich würde auf alle Fälle im Moment vorsichtig, aber auf alle Fälle auf der Käuferseite agieren. Mhm, okay, letzte Frage. Du hast vorhin schon dieses Ethereum angesprochen gehabt. Wie sieht es denn jetzt da aus? Weil wir sind ja immer noch in sehr luftigen Höhen, ne? Also die Kryptowährungen haben natürlich ein spektakuläres erstes Halbjahr hingelegt. Also sie sind tatsächlich in einem ganz eindeutigen Bullenmarkt. Ethereum ist Anfang Februar noch bei 10, 12 Dollar gewesen, ist dann in der Spitze bis auf 400 Dollar gelaufen und notiert im Moment um die 197, 195 Dollar. Ist klar, nach so einem spektakulären, fast schon wahnsinnigen Anstieg. Ja, 30 für 35 fahren. Ist klar, dass das dann auch hart korrigieren muss. Und wer dann natürlich zu spät einsteigt, der hat halt dann auch schnell 50% Kursverlust auf der Uhr. Mhm. Grundsätzlich finde ich, sieht also der Bitcoin als die wichtigste Kryptowährung nach wie vor, sieht eigentlich immer noch gut aus. Wir sind jetzt sicherlich in einer Konsolidierung oder Korrektur, die sich vermutlich auch noch ein bisschen hinziehen wird. Ich sehe noch keine überverkauften Wochencharts, so wie das jetzt bei Gold und Silber zum Beispiel der Fall ist. Insofern würde ich mich also bei den Kryptowährungen im Moment ein bisschen zurückhalten und eher darauf einstellen, dass wir noch ein paar Monate mindestens hier volatil seitwärts unterm Strich laufen werden. Aber unter 2000 Dollar ist der Bitcoin für mich schon wieder ein Kauf. Mhm. Und bei Ethereum würde ich mal eher so auf die 150 Dollar tippen. Okay, super. Ja. Florian, vielen Dank für den Überblick. Gerne. Wie immer spannend und schauen wir, was passiert. Danke dir. Danke dir. Ja, meine Damen und Herren, das war Florian Krommes, CEO der Midas Touch Consulting. Und es bleibt leider Gottes immer noch sehr spannend. Kaufkurse eventuell schon langsam bei den Minenaktien, Gold und Silber noch nicht so ganz über den Berg, aber auch hier könnte der Boden jetzt gefunden sein. Und wie er auch richtig sagt, bei den Bitcoin-Währungen oder Kryptowährungen wird es jetzt auch nach einer nochmaligen Korrektur wahrscheinlich wieder interessant. Von dem her, danke fürs Zuschauen. Tschüss aus München. Tschüss.